Okay. Was könnte man noch nehmen? Was brauchen wir noch? Ein Mazda MX-5. Okay, wo ist Mazda? Hier, Mazda. Schauen wir mal. Hier gibt es ein MX-5, hier gibt es ein MX-5. Viele. Viele MX-5, Mann. Zumindest wirklich genug Auswahl, muss man sagen. Okay, das war der letzte. Ich nehme den hier. Roadster RS. Den neuesten. Welche Farben gibt es? Weiß, Silber, Sunlight Silver Metallic, Galaxy Grey Mica, Brilliant Black, Summer Green Mica, Highland Green Mica, Copper Red Mica und True Red. Ja. Nehme ich den Silber. Das wollte ich gar nicht kaufen. Damit ist der MX-5 auch abgehakt. Okay, es braucht noch einen Rallye-Wagen mit 600 Leistungspunkten mindestens. Dieses Auto jetzt verwenden? Nein. Möchte ich nicht. Ein Rallye-Wagen. Muss ich mal anders schauen. Zuerst braucht noch eine Chevrolet Corvette. Okay. Obwohl ich ein Stingray Racer Concept gerade besitze, das Ding fahre ich nicht, das ist mir doch zu blöd. Okay, hier ist die Corvette Stingray C7. 339 Kilowatt. Vorhin musste ich gegen einen Corvette Z06 antreten, das war wahrscheinlich der hier. Kein Wunder hat. Da verstehe ich es nicht so ganz. Meiner hat viel mehr Leistungspunkte. Warum ist der hier schneller gewesen? Naja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Da meine Gegner wahrscheinlich vor allem Corvette C7 sein werden, nehme ich auch gleich einen Corvette C7. Aber kann ich doch einen anderen nehmen? Das ist noch ZR1. Der braucht nicht teilzunehmen. Ist zwar sehr, sehr stark, aber das ist dann doch zu stark. Dann nehme ich lieber die Stingray hier, die C7. Das ist nämlich cool. Verschiedene Farben, ich nehme sie in Yellow, Velocity Yellow Tint Coat. So als Erinnerung an die... Das ist einfach das Corvette-Gelb. Kann sie dieses Auto kaufen? Ja. Okay, Chevrolet Corvette. Abgehakt. Was gibt's noch? Lamborghini. Aventador. Okay, noch ein Aventador. Ich brauche ein Aventador. Die 7 lasse ich nicht. Garage. Jetzt zuerst mal Lamborghini. Hier. Hier. So. Countach, Countach, Miura, 15 Millionen. Gallardo. Murcielago, Diablo, Murcielago. Remington, Murcielago, Aventador. Das neu entwickelte Topmodell von Lamborghini. 514 Kilowatt. Also knapp 700 PS stark. Und in verschiedensten Farben erhältlich. Arancho Argos, Arancho Atlas,
Chalori und Chalebros und so weiter. Und so weiter. Wobei Arancha Argos gefällt mir. Nehme ich ihn gleich so. Okay, und da haben wir den Lamborghini Aventador. Nein, möchte ich nicht. Okay, Aventador. Abgehakt. Nissan GT-R brauche ich noch. Okay, hol mir einen Nissan GT-R. Tod, ich sterbe. Weiter. Wie lange bis wir tot sind? Sind wir bei den Skylines angelangt. Muss wieder eine lange Liste werden. 53Z, Skyline. Schmerzen. Leiden, ah, GTR. F93, GTR. Otto hier. GTR. GTR Speed V. GTR Black Mask. GTR Black Edition. Gut, nehmen wir gleich den Black Edition. Sowieso, ich habe ja so viel Geld, da könnte ich schon ein bisschen wagen. Das sieht natürlich gut aus. Aber wenn wir schon einen Wagen haben, der Black Edition heißt, dann nehme ich ihn auch gleich in Black. Okay, damit wird die Nissan GT-R auch abgehakt. So. Dann fehlt noch ein GT300 Wagen. Oscar. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal so ab. Müssen Sie dieses Auto jetzt verwenden? Nein. So. Zuerst mal GT300. Da kann ich zu den empfohlenen Autos gehen. Hier gibt es nämlich eine schöne Einteilung wiederum bei Super GT. Dann aber nachschauen und nachschauen. Und dann findet da 32 Wagen hier. Eine Supra. Ein ZGT500. Und so weiter. Es gibt viele verschiedene Modelle. Araya. BRZ. Wobei, ich denke, hier sind nicht ganz alle eingegliedert. Habe ich das Gefühl. Müssen wir mal bei den eigenen einzelnen Marken nachschauen. Subaru. 7LP. IS-350. Arta Karaya. Schwierige Entscheidung, welchen ich nehmen soll. Aber ich denke, ich nehme jetzt. Nein. 50. Also geht's nicht mehr. Eine Mia. Nicht von jedem Wagen mein Basement, ich hab das Gefühl. Wir nehmen den Lexus IS-350 MR. Okay. Und zwar das Base Model. Warum ich das Base Model nehme? Nun, eigentlich einfach, damit ich ihn selber lackieren kann. Das Auto kaufen? Ja. Dann habe ich den GT300 und kann ihn abhäkeln. Gut. Irgendwann werde ich mir natürlich jeden von diesen Fahrzeugen in die Garage stellen, aber jetzt machen wir immer nur einen. Den nehme ich jetzt gleich mal.
markiere ihn nach meinem Schussdruck und mach ihn dann so bereit fürs Rennen. So, Lackierung. Räder. Das ist Corsa. Und lackieren. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee mit den Base Models. Da kann man seinen eigenen Wagen eine schöne eigene Note verleihen. Wenn man schon nicht irgendwie kann. Wenn man schon nicht in der Lage ist, die Autos mit Vinyls zu bekleben oder so, dann finde ich das wenigstens eine gute Lösung zum Übergang. Okay, einen knallroten Lexus CS300. Dann noch mit eigener Nummer. Bei abgeschlossen. Finde ich schön. Jetzt sind Millionen. Immer noch zwei Wagen. Mindestens einen werde ich mir noch dann noch kaufen. Okay. Dann gehen wir mal zu einer Fahrnummer und wählen wir mal die 92. So. 92. Und jetzt. Nein, doch. Okay, doch. Gehen wir mal zu Honda. Weiter, 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 weiter. Okay. Hier haben wir einen M6G 500 Base Model und hier haben wir den HSV 010 geht der Base Model. Den habe ich eigentlich gesucht, den habe ich nicht gefunden. Offenbar aus gutem Grund, weil er nämlich hier ist. Werde ich ihn auch noch lackieren. Was gibt's noch? Wegen Lexus. Wird man den natürlich lackieren. Mazda, Mitsubishi, Nissan. Natürlich Nissan. Weiter, 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 weiter. Hier haben wir ein GT500 Base Model und ein GT500 Base Model. Und natürlich von dem hier. Toyota. Das Space Model. Wo ist das Space Model? Ah, hier ist das Space Model. Interessant. Den nehme ich aber nicht. Ich nehme. Ich bin jetzt noch nicht ganz im Klaren, ob ich den Nissan oder den Honda nehmen soll. Also den Nissan Z oder den Honda. Nehmen den Honda. Mein Bruder arbeitet bei einer Honda Garage, also nehme ich einen Honda. Ist ja eigentlich auch egal, welches Auto man nimmt. So gesehen. Gesehen ist es eigentlich ja egal welchen Wagen man nimmt, Hauptsache man hat einen. Okay, den GT500 kann ich auch abhäkeln, muss ich ihn nur noch lackieren.
meinen Geschmack. Ja, wenn. Man will jeden von euch machen. Und fast jeden von euch machen. Ich glaube, jetzt irgendwann. Ich bin mir ziemlich sicher. Jedenfalls, jetzt zur Markierung. Zurück die Räder. Rost die Corsa. Lackieren. Ich bin schon fast eine halbe Stunde dran. Keine Ahnung, wie lange. So, jetzt haben wir momentan einen weißen Honda HSV 010 mit roten Rädern. Oder Rädern gefärbt nach Rosso Corsa. Jetzt habe ich nochmal Rosso Corsa. So, male ich den Wagen. Ein LM-Auto fehlt einfach noch, aber da werde ich wahrscheinlich später entscheiden. Ich kann aber schon mal nachschauen, welcher mein Favorit sein wird oder sein könnte.